Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einem Hadith bei Ahmed überliefert: Soll ich den Besten von euch und den Schlimmsten von euch nennen? Der Beste von euch ist derjenige, von dem gute Handlungen erwartet werden und vor dessen üblen Taten die Menschen sicher sind. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Der Schlimmste unter euch ist derjenige, von dem gute Handlungen erwartet werden, aber vor dessen üblen Taten die Menschen nicht sicher sind.